Hallo? Du betrittst gleich eine fremde neue Welt? Sei offen, sei ehrlich, sei tolerant und nimm alles mit, was du kriegen kannst. Den Titel Fremde neue Welt haben wir speziell ausgesucht in Anlehnung an Aldous Huxleys Schöne neue Welt. Und es geht eigentlich darum, dass gerade beim Älterwerden, Thema Demenz, die Umgebung halt, je mehr man vergisst, auch immer fremder wird. Und auch die Gesellschaft, die sich natürlich rasend verändert in Bezug auf Technologie, Drohnen, Überwachungstechnologie, Smartphones. Auch das ist ja etwas, was sehr rasant passiert. Und wo, glaube ich, auch viele Leute nicht mehr hinterherkommen und sich auch fremd fühlen in der eigenen Gesellschaft. Angst, glaube ich, spielt da eine Rolle in dem Sinne, dass man eben nicht weiß, was auf einen zukommt, weil es eben fremd ist und neu. Aber ich glaube, das ist eher so eine gute Angst und keine schlechte Angst. Also eher eine Angst, die was mit Aufregung zu tun hat und mit Nervosität, aber nicht mit irgendwas Schlechtem. Fremd ist ja immer so eine Mischung aus interessant und aber auch beängstigend. Also man möchte ja an sich auch nicht unbedingt immer Veränderungen haben. Wenn man sie dann aber mal wagt, merkt man ja doch durchaus, dass sie einem auch gut tun. So. Na, die Angst ist immer da. Also ich finde, neue Welten sind auch immer spannend. Also es wäre langweilig, wenn wir immer am selben Ort wären. Den nicht verlassen würden. Weil dann bleiben wir stehen und dann machen wir auch nicht auf für Neues und neue Welten. Es war tatsächlich für mich dieses Jahr Benningenstein auch eine fremde neue Welt. Also das hatte auch sowas zu ganz einfachen Dingen wie Unterkunft und so weiter zu tun. Aber auch das Ensemble war dieses Jahr ein anderes. Ich hatte den Eindruck, wir haben uns wirklich alle sehr gut miteinander verstanden und auch aufgefangen, wenn irgendwie mal was war. Und ich habe tatsächlich jetzt im vierten Jahr Benningenstein nochmal ganz anders erlebt, also die Arbeit hier. Ja, die fremde neue Welt ist, ist für mich natürlich auch das Theater Natur. Aber die fremde neue Welt ist ja in dem Zusammenhang des Festivals dieser hauptsächlich so der demografische Wandel und auch die fremde neue Welt mit der ganzen technischen Revolution, die wir gerade haben. Und das spiegelt sich definitiv auch in dem Bühnenbild zum Beispiel des Theater Natur dieses Jahr wieder. Gerade auch diese Modernisierung des Stückes, wie wir sie jetzt so ein bisschen vorgenommen haben, fand ich total spannend und ist auf jeden Fall für mich eine fremde neue Welt. In diesem Jahr stand Shakespeares Der Sturm auf dem Programm, Shakespeares letztes Stück. Das hat er quasi am Ende seines Schaffens geschrieben. Und es dreht sich ja um einen alternden Herrscher, der ins Exil geschickt wird auf eine einsame Insel und dort quasi jahrelang seine Rache plant. Und ich fand es eine schöne Allegorie auf das, was heute vielen älteren Menschen passiert, die nämlich ins Altersheim, ins Exil geschickt werden. Bin ich ein Stein? Der Himmel ist mein Zeuge. Sexy for your love, and I know you look like Wir sind aus einem Stoff, aus dem die Träume sind. Während wir uns bei unserer ersten Produktion ja mit dem Älterwerden beschäftigt haben und den Problemen beim Älterwerden, wollten wir mit dem zweiten Stück
die Probleme der Jugend thematisieren, nämlich mit Frank Wedekinds Frühlingserwachen, das als entstanden ist, Ende des 19. Jahrhunderts als Skandalstück tituliert wurde. Selbstmord, Sexualität, Homosexualität, Schwangerschaftsabbruch, all das ist in diesem Stück drin und ich finde, dass es quasi nach wie vor seine Bedeutung und seine Aktualität nicht verloren hat. Ich glaube, bei Frühlingserwachen in erster Linie, dass das Erwachsenwerden der Kinder im Kontrast zu der ziemlich unfremden alten Welt der Erwachsenen. Für mich war das irgendwie eine ganz gute Erfahrung, weil es wirklich auch gerade bei dem Stück so Frühlingserwachen auch viel irgendwie im Wald spielt, auf Waldlichtung und sonst irgendwas. Und deswegen fand ich das Stück auch sehr gut ausgewählt oder auch sehr passend dann irgendwie für die Waldbühne, weil das hat einem die Arbeit ein bisschen abgenommen und das hat es ein bisschen leichter gemacht, weil man dann wirklich so im Wald stande und sich da jetzt nicht mehr so viel vorstellen musste. Man hat wirklich das Gefühl, man ist für die Zeit der Vorstellung in einer anderen kleinen fremden neuen Welt quasi. Also man bringt natürlich immer die Erfahrung und so alles mit, was man schon erlebt hat, aber man darf das nicht zu sehr auf sich einwirken lassen. Man muss immer offen für Neues sein auch und genau so in die neue Welt auch reingehen und dann sagen, okay, ich bin jetzt bereit, ich lasse mich darauf ein, hier bin ich. Ja, ja genau, vergiss einfach alles und betritt die neue Welt und dann, glaube ich, wird sich alles andere geben und fügen. Jugendliche straffen Brüste. Es sieht dann ja niemand mehr. Ein besonders kleines Highlight war dieses Jahr sicherlich auch die Uraufführung des ersten Theaterstücks, der ersten Theaterperformance des Singer-Songwriters Max Prosa mit dem wunderbaren Namen Die Reise des lausigen Kapitäns. In dem Stück von Max Prosa, was man eigentlich schwer in Worte fassen kann, weil es quasi sehr performativ war, ging es aber prinzipiell um einen jungen Mann, der nach dem Sinn und der Sinnhaftigkeit seines eigenen Lebens nachdenkt und dabei an verschiedenen Stationen quasi auf Weggefährten trifft und sich immer wieder Fragen stellt über die heutige Gesellschaft, in der wir leben. Lass die Welt am Ohr vergehen. Ich spür den Zug, seit wir uns in die Augen sahen. Zum wiederholten Male war die Basler Ballettkompanie Carta Blanca Dance auf der Waldbühne zu Besuch, die eine wunderbare Ballettgala getanzt haben mit dem Namen Golden Insomnia, in dem es um das goldene Altern geht, um die Vergänglichkeit und das versucht hat, in Bewegung und in Tanz umzusetzen. Auch in diesem Jahr haben wir wieder ein klassisches Konzert auf dem Spielplan gehabt. Dieses Jahr zum zweiten Mal das Philharmonische Kammerorchester aus Wernigerode, die sich quasi auch mit dem Thema beschäftigt haben, nämlich mit dem Thema Jahreszeiten, was ja quasi auch einen Wandel darstellt. Und die Solistin Liv Migdal hat dort die vier Jahreszeiten von Vivaldi und die vier Jahreszeiten von Piazzolla gegenübergestellt. Wie jedes Jahr haben wir auch wieder zwei Produktionen für Kinder eingeladen, auch wieder Puppenspiel, ein besonderes Puppenspiel, zum einen Brüder Löwenherz und zum anderen Ente, Tod und Tulpe. In beiden Stücken geht es eigentlich um den Tod und ich finde es ganz wichtig, dass auch Kinder auf diese wunderbare Art und Weise ganz sensibel an dieses Thema herangeführt wurden. Eins sag ich dir, Kader, wenn er nicht bald kommt, dann schneide ich ihm die Ohren ab, die Ohren. Ganz besonders war dieses Jahr auch, dass wir eine zweite kleine Spielstätte etabliert haben, auf der wir kleinere Stücke präsentierten und gerade dafür haben wir den Monolog Nichts Schöneres von Oliver Bukowski inszeniert, indem wir quasi einer älteren Dame, nachdem sie eine heiße Liebesnacht mit einem Studenten verbracht hat, dabei verfolgen, wie sie über ihr Leben sinniert, über die Schicksalsschläge, die sie im Leben zu verkraften hatte und nun in der letzten Hälfte ihres Lebens doch noch nach Glück
und Anerkennung und Erfolg prachtet. Eine ordentliche Verlieberei, die muss doch ordentlich eingeweckt sein. Konserviert hier gewissermaßen. Wir schauen auf ein sehr erfolgreiches Theater Natur 2018 zurück. Wir haben, glaube ich, ein sehr tolles Programm, sehr abwechslungsreiches Programm mit unseren zwei eigenen Produktionen, ästhetisch sehr besonders zusammengestellt. Es waren viele schöne Gastspiele auch da, besonders auch nochmal zu erwähnen, das Gastspiel des Deutschen Nationaltheaters, zweimal Melken, was das Programm sehr schön abgerundet hat. Wir hatten Lesungen, wir hatten noch kleinere Konzerte, wir hatten kleinere Programmpunkte und das hat das, glaube ich, sehr schön abgerundet und das haben, glaube ich, auch viele neue Leute den Weg auf die Waldbühne gefunden und das macht mich natürlich sehr glücklich. Die fremde neue Welt wurde dann irgendwie eine gewohnte Welt, auf kurz oder lang. Und das ist so schade, dass es nur so kurz ist, dass man einfach nach zwei Wochen schon wieder durch ist quasi. Naja, ich glaube, diese fremden Dinge, wenn man sich mal an sie rantraut, betritt man ja nicht unbedingt nur andere Grenzen oder überschreitet andere Grenzen, sondern vor allem seine eigenen. Und das ist meistens, glaube ich, einfach eine sehr wohltuende Erfahrung, selbst wenn man da mal auf die Fresse fliegt. Ich bin sehr zuversichtlich, dass das nächste Jahr noch besser, noch schöner, noch größer wird. Wir werden länger werden und wir werden uns mit dem spannenden Thema grenzenlos beschäftigen, nämlich zum 30-jährigen Jubiläum der politischen Wende und des Mauerfalls in Deutschland. Offenheit ist, glaube ich, wichtig, ja, immer. Keine Scheuklappen haben, keine Vorurteile. Also ich betrete eine neue Welt mit Leuten, die ich nicht kenne und verlasse sie wieder. Und weiß, dass ich diese Menschen trotzdem mitnehme. Man ist hier im Wald, man findet es wunderschön, man will gar nicht, dass es zu Ende geht, weil es irgendwie ein toller Ort ist und trotzdem geht es irgendwann vorbei. Es war unglaublich schön, in diese Welt einzutauchen, diese ganzen Leute hier kennenzulernen. Das ist sehr, sehr besonders auf jeden Fall. Das Theater Natur besticht auf jeden Fall durch einfach dieses Engagement der einzelnen Personen, die hier mitarbeiten und einfach dieses tolle Team. Und absolut durch die tolle Waldbühne. Ein ganz besonderer Dank an dieser Stelle natürlich auch nochmal an unsere Fördermittelgeber, an unsere Kooperationspartner, die unzähligen Sponsoren, die uns die Treue halten jedes Jahr und natürlich an das gesamte Team und die ehrenamtlichen Helfer, die uns dieses Jahr wieder so leidenschaftlich unterstützt haben. Also diese geile Farbshow, die war ganz super. Die Technik hier im Wald, oh toll. Theater Natur war mega. Sehr schön, die Inszenierung, die Schauspieler, das hat mich sehr beeindruckt. Es war ein großartiger Abend, war eine tolle Inszenierung, hat riesen Spaß gemacht. Ja, mir hat das Stück außerordentlich gut gefallen. Ich muss dazu sagen, ich bin seit Kindheit ein riesengroßer Shakespeare-Fan und diese Inszenierung war so super und so spritzig, dass sie also überhaupt nichts Antiquiertes hat und eigentlich auch junge Leute neugierig machen müsste auf Theater. It combined music that was so well practiced and delivered, something that represents a part of capacity of man to work with machine and yet also surrounded by nature. So something we can't control and something we can control. It was a very beautiful combination. Das ist ja schon eine Kulisse, die sucht schon ihresgleichen. Wahnsinn! Das muss man einfach mal nicht nur erlebt haben, auch verinnerlichen auch. Das ist was ganz Besonderes. Also ich muss sagen, bin hellauf begeistert. Und hier ist es passiert. Ja. Und ich kann nur sagen, Chapeau, Monsieur. Wir sind sehr zufrieden. Und wir kommen gerne wieder. Genau. Hat Spaß gemacht. Wir kommen auf jeden Fall wieder. Wir kommen wieder. Definitiv. War gut.